Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Ultramond. Irgendwas möchte ich hier noch machen, glaube ich. Oder? Nein? Doch, vielleicht? Irgendwo hier kriege ich was umsonst. Glaube ich. Ist es hier? Jedenfalls noch ein Sticker. Irgendwas würde ich hier umsonst kriegen. Ich glaube ein Aerodactyl oder so, aber... Zuerst gibt es scheinbar Gespräche. Mitteli ist immer gut. Und Corazon. Willkommen. Wer spricht da? Was macht die da oben? Warum hat die solche Farbe im Gesicht? Hä? Wer bist du? Wer bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin Matsurika. Ich bin der Captain hier. Aha. Matsurika, freut mich, dich kennenzulernen. Warum blickt die so komisch in die Welt? Ich meine, was ist los mit dir? Kommen wir gleich zum Thema. Seid ihr bereit für meine Prüfung? Prüfung? Nein! Also ich zumindest nicht. Ich schon. Schon nicht momentan auf Inselwanderschaft, aber wir sind eigentlich hier, um den Inselkönig zu besuchen. Den Inselkönig? Na, kommst du zu einem schlechten Zeitpunkt. Am besten statte dir erstmal der kleinen Hapu einen Besuch ab. Na sowas. Hapu ist also hier auf Pony? Vielen Dank, du hast uns sehr geholfen. Komm, Shawnee. Ich kann es kaum erwarten, Hapu und ihr Pampas wiederzusehen. Aha. Na gut, na gut, na gut. Hier drin könnten wir was essen, nehme ich an. Und Rotom, was willst du von mir? Rotomahlzeit. Yeah. Gib uns was Cooles. Bären. Bärenkraft. KP. Ah, okay. KP. Cool. Werde ich eh nie verwenden, aber... Okay, cool. Okay, cool. Krieg ich hier was? Ich habe keine Ahnung mehr. Egal. Ich dachte, ich könnte mir jetzt kostenloses Pokémon abholen, aber ne, scheinbar nicht. Gut, wir sehen uns ein wenig auf Pony um. Aber zuerst möchte ich noch ins Pokémon Center gehen, damit ich dann da immer hinfliegen kann und darf. Das ist sehr gut. Hier noch etwas los? Ne, glaub nicht. Glaube ja nicht. So, ansonsten noch irgendwas hier? Was ist hier zum Beispiel? Wird hier gebaut oder was ist los mit dir? Sag mal, willst du mal einen Chalidus haben? Wenn du mir dafür einen Granbull gibst, gehört es dir. Ich habe keinen Granbull. Ansonsten könnten wir den Tausch machen, aber so, nee. So, wie gesagt, auf nach Pony! Wir sind schon auf Pony, verdammt. Schönes Plätzchen scheinbar. Ich werde versuchen, mit dir Schritt zu halten, Shawnee. Ich schaff das schon. Immerhin habe ich ja einen Topschutz dabei. Außerdem bist du ja auch noch hier, Shawnee. Das kommt schon gut. Kleines, das kommt schon gut. Auf jeden Fall darf ich mir hier etwas fangen. Und dazu werde ich natürlich wieder gern Sebastian an die Spitze nehmen, ist bereits der Fall. So, du wirst bestimmt nicht kämpfen, oder? Wer beim Tanzen nicht nachlassen möchte, muss lernen, sich zu fokussieren. Aha, ich muss alle Trainer besiegen und dann kann ich gegen sie kämpfen. Schön. Aber wir werden sehen, was wir jetzt hier theoretisch bekommen können. Ein Iskala. Ja gut, wisst ihr was? Nee, das lassen wir. Was soll ich versuchen? Wir besiegen es einfach. Nee, das hätte ich schon auf Route 1 kriegen können und... Nee, nicht so viel Interesse dran. Außer natürlich ist es ein Shiny, dann sprechen wir dieselbe Sprache. So, aber... Da wird es Bären geben, da links ist der Strand, da möchte ich eigentlich auch nicht hin. Nein, wir gehen nach rechts. Pony. Die letzte große Insel. Sollte ich auch einen Topschutz einsetzen? Nee, ich glaube nicht. Wie gesagt, vielleicht, aber auch nur vielleicht.
begegnen wir tatsächlich in diesem Durchspielen einem Shiny. Ich meine, theoretisch könnte man ja dann sagen, er hat einen Shiny gefunden, der kriegt wieder ein Leben dazu für seine Challenge, aber die ist ja schon lange durch. Und ja. Aber könnte man so halten, für jedes Shiny, das man findet, für jedes, ja, man findet ja x-tausende in einem Durchspiel, ja, würde man quasi einen extra Versuch kriegen für seine Challenge. Würde ich theoretisch gerne so halten, aber dazu muss man das Shiny natürlich finden oder fangen, bevor man die Challenge verkackt hat, ja. Ja, Bedrohung ist nicht cool. Na komm. Laufklinge! Macht halt nicht mehr so wirklich viel Damage. Schade. Knuddler! Lass die Scheiße! Nicht wechseln. Nee, das machen wir anders. Wir machen das Ganze mit der Z-Kraft. Ich hoffe, ich habe den Epe-Teiler wieder eingeschaltet. Weil ich musste ja das kleine Pichu ein bisschen trainieren. Und ja. Deswegen sind jetzt auch die anderen Pokémon vielleicht nicht mehr auf demselben Level, weil ich musste immer wieder Pichu in den Kampf schicken, dann auswechseln und dann das Pokémon besiegen und das Ganze wiederholen und so. Deswegen, ja, wundert euch nicht. So, das war's für Granbull. Nein, Epitaler ist nicht an. Schade. So, Haido. Müssten wir bei Sebastian bleiben eigentlich. Obwohl das nicht unbedingt die beste Wahl ist, aber das wird schon gut gehen. Wasserdüse. Nicht cool. So, das ist wieder cool. Rauheit. Ah, shit, die Rauheit. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ampharos. Das ist wiederum gut, denn wir haben ja Beauty dabei. Los geht's, Beauty! Hau rein! So. Und nun zeig uns mal bitte dein Erdbeben. Natürlich schneller. Wie könnte es auch anders sein, ja. Aber Verteidigung steigt, alles gut. Und Erdbeben. Kabums. Gut. Nein, wir sind mit dem Level noch gut dabei, ja. So, das war's für dich. Und wir sollten vielleicht, aber wirklich nur vielleicht, an das Pokémon an die Spitze packen. Und ich wäre eigentlich für... Wen nehmen wir? Ich würde sagen Goliath. Und, wie gesagt, nicht vergessen. Z. Nee, nicht Z. Hier. Epe-Teile wieder einschalten. So. Und dann können wir weiterziehen. Da ist ein Item versteckt, nehmen wir mit. Top-Trank ist immer gut. Können wir immer gebrauchen und dann... Nochmal Bären, aber die brauchen wir nicht, theoretisch. Eigentlich schon, aber... Oh. Hey Typ, was suchst du? Ein Kampf? Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ich lege gerade eine Pause vom Bärensammeln ein. Das ist die Gelegenheit für einen Kampf. Ah, würde ich auch sagen. Ich mach mal Pause hier, es wird gekämpft. Warum hat er dann Pokéball in seinem Kochlöffel drin? Will der denn etwa auch kochen? Du kannst dein Owei meinetwegen kochen, ja. Wunderbar. Weil so gut ist diese Begegnung jetzt eigentlich nicht mal unbedingt, aber... Goliath! Knack die Schale! So, perfekt. Owei, ich bin immer noch ein Fan von. Bunnelby. Da wechseln wir aus, und zwar die gute Toxina soll das machen. Die scheinbar immer noch mit dem Pokeros kämpft. Finde ich gut. Bunnelby. Das ist auch so ein fragwürdiges Pokémon irgendwie. Ich meine, wir haben Bibor, ja. Das ist völlig okay. Wobei, es ist nicht unbedingt eine Biene, ja, aber... Ja, ich weiß nicht, es ist... Nee. Gehört wieder zu den Pokémon-Designs aus dieser Generation, die ich nicht so sehr schätze, ja. Wobei, was wir noch in Zukunft kriegen werden, das, naja. Glaube ich nicht so das Optimum. So, gib mir das da. 65 haben wir bereits. Ich werde nicht alle 100 sammeln, keine Sorge.
So, und da hinten ist gleich noch ein. Nein, ich... Oh Gott, ich trigger zuerst die Cutscene natürlich. Dass ich den auch ja vergesse, den Sticker da hinten, ja? Ich freue mich auch, dich wiederzusehen, Pampers. Schön, dass es dir gut geht. Ach ja, Pokémon-Trainer sind wirklich beeindruckend. Nicht nur, dass sie auf dem Weg an die Spitze zahlreiche Hindernisse zu bewältigen haben, nein, sie werden auch oft genug Zeuge davon, wie sich die eigenen Pokémon verletzen. Aber zusammen überwinden sie alle Schwierigkeiten. Oh, da, Hapu. Na sowas, lange nicht gesehen schon. Und Lili, hast du auch mitgebracht? Ja, hatte sie gerade so in der Tasche, ne? Ja, es freut mich, dich zu sehen, Hapu. Was ist das für ein Name, Hapu? Ich meine ja nur. Nein, sie sieht mir ganz anders aus als sonst. Viel energischer und voller Tatendrang. Danke, Hapu. Ja, das siehst du ganz richtig. Vor dir steht eine völlig neue Lili. Aber jetzt gebe ich alles. Das ist meine ganz persönliche und eigene Interpretation der Z-Kraft. Oh, deine ganz eigene Interpretation der Z-Kraft, sagst du? Das wäre dann sozusagen die L-Kraft. L wie Lili. Haha, versteht ihr? Z-Kraft, L-Kraft, haha. Ah, super. Sag, Hapu, weißt du, wo wir den Inselkönig finden können? Den Inselkönig? Tja, da wirst du auf Boni leider kein Glück haben. Hier gibt's keinen Inselkönig. Hä, was? Das ist wirklich ärgerlich. Was machen wir denn nun, Shawny? Keine Sorge, ich weiß, wie wir vielleicht weiterkommen. Kommt, machen wir uns auf zu den Ruinen. Du auch, Lili. Zu den Ruinen will sie gehen. Ja, reite halt voraus, ne? Ich finde dann den Weg schon alleine. Ist gut. Shawny, es hilft alles nichts. Wir müssen gehen. Du als Trainer bist ja sowieso allerzeit bereit für das nächste Abenteuer, nicht wahr? Wartet! Wer hat das gesagt? Hä? Was ist mit dir los? Hast du uns gerade belauscht? Wer sind sie denn? Ich bin Hapus Großmutter. Ihr zwei seid Freunde meiner Enkelin. Scharf, komm. Nee, so ist es. Sie hat also tatsächlich Freunde gefunden. Hallo, das Inseln bereisen. Neue Freundschaften schließen. Ja, ihr könnt euch wirklich glücklich schätzen. Was ist mit ihm los? Wenn ihr zwei euch jetzt auf den Weg zu den Ruinen macht, kann ich euch dabei noch ein wenig behilflich sein. Gib mir mal dein Pokémobil-Funkgerät. Ah, okay, jetzt kriegen wir das Machomai. Wurde auch langsam Zeit. Machomai kann uns nun per Funk herbeigerufen werden. Und uns herumtragen, ja. Warum auch immer. Naja. Um den Brief freizulegen, werdet ihr ein paar große Steinblöcke beiseite räumen müssen. Ich wünsche euch beiden eine strahlende Zukunft. Ja, Ihnen auch, denke ich. Aber ist schon zu den Ruinen der Heimkehr aufgebrochen. Folgt einfach dem Weg, bis ihr die Felsenküste von Pony erreicht. Ja, ist gut jetzt. Vielen Dank. Die Ruinen der Heimkehr, das ist der Ort, an dem sich Ponys Schutzpatron Kapumine aufhält. Lass uns am besten gleich aufbrechen. Sehr gut, sehr gut. Zuerst hätte ich gerne einen Sticker hier, den mir das Spiel nicht gönnen wollte zu Beginn. So, und dann ist da hinten noch eine, genau. Brunnen, toll. Könnt ihr nicht damit agieren. Da hinten liegt auch noch ein Item, da kommen wir vermutlich noch nicht ran. Da ist auch noch ein Item drin. Das holen wir uns ebenfalls. Wir werden natürlich wieder gestört zuvor, ja. Pelipper. Da sollten wir vielleicht am besten flüchten. Okay, die wilden Pokémon sind auf Level 41. Ist gar nicht mal so wenig. Ist gar nicht mal so wenig. So, was kriegen wir noch für ein Item? Zitter. Oh. Na schön. Ah. Shiny? Komm schon. Nö. Nur ein Granbull. Nee.
Ja, mit dem Bedroher will ich sowieso nicht kämpfen. Der ist nicht gut. Goliath ist total physisch. Und gut. Okay, hier sollten wir eigentlich nicht lang gehen dürfen. Wir versuchen trotzdem. Lalalala. Shit. Hätte er sein können. Um den Canyon von Poli betreten zu dürfen, brauchst du die Erlaubnis eines Inselkönigs. Ich dachte, hier gibt's keinen Inselkönig. Was ist denn los mit dir? So, das Item haben wir gesehen. Leuchtstein. Ich meine, gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres. So, und hier haben wir dann nichts mehr. Da unten vielleicht doch irgendwo was? Irgendwie? Oh, Moment. Ne, TM, die will ich. TM ist... Wie komme ich da hin? Was? Von hier unten scheinbar. Oh, lalalala. Komm her! Kommst du her? Und weg ist es. Ich glaube, da hätten wir mit dem Pampros hingehen müssen. So, ich will eigentlich nur die TM haben. Aber natürlich werde ich zuvor heute gestört. Wie könnte es auch anders sein? Diesmal von einem Pelipper wieder. Das Postboten-Pokémon. Könnte man so sagen. Kommen und weiter. Komm schon. Wir kriegen Siedewasser. Ich denke nicht, aber... Doch. Cesaro könnte das erlernen, aber... Es bringt ihm nicht sonderlich... Wow. Bringt ihm nicht sonderlich viel. Gibt's hier nur Pelipper und Granbull? Ne, Iskala gibt's auch noch, ja. Sollte wirklich langsam aber sicher ein bisschen trainieren. Aber ich habe bisher noch nicht wirklich gemacht. Sie hat mir noch zum Verhängnis, glaube ich. So, lass mich jetzt weitergehen. Ah, das gibt's doch nicht. Anstrengend. Wenn mal ein bisschen was anderes kommen würde. Ich meine, wir haben mehr als genug Pokémon zur Auswahl, ja. Aber nee, es kommt immer dieselben. Hauptsache in Schwert und Schild wird es nicht mehr alle Pokémon geben. Fantastisch. Das kotzt mich jetzt schon an, aber wer weiß, was noch kommen wird. So, und gegen dich kämpfen wir jetzt. Das muss noch sein. Hast du nicht auch das Gefühl, es müsste hier in der Nähe irgendwo ein Energiepunkt sein? Was, ein Energiepunkt? Ich zeig dir gleich meinen Energiepunkt, verdammt. Was ist denn los mit dir? Ulrike, Sandan. Sandan. Ich mag das Pokémon wirklich, aber... ist jetzt nicht unbedingt das Pokémon, gegen das wir kämpfen sollten. Wir nehmen, hier Sebastian. Ich hoffe, es hält eine Attacke aus. Schwertanz. Gut, das, halten wir aus, ist kein Problem. Aber kleines Sandan, es wird dir leider, leider nichts bringen. Laubklinge! Level up. Das kann ich immer gebrauchen. Gut. Und du hast noch ein Snobilikat. Cesaro, komm her. Mach das Vieh platt. Oder hat sie ein normales Snobilikat? Ich glaube, es müsste ein normales sein. Das Sandan war ja auch... Was heißt normal? Keine Alola-Version, ja. Durchbruch! Natürlich ist das viel schneller. War klar, eigentlich. War es nicht auch so, dass man jetzt hier... In diesem Gebiet, sage ich mal... die TM-Surfer... und die TM-Taucher findet? Ich glaube, das war so. Irgendwo hier. Bin mir aber nicht mehr sicher. Ja. TM-Surfer. Ihr habt schon richtig verstanden. Ist das dein Energiepunkt? Oh, da wäre noch ein Sticker. Aber ist mir jetzt egal. Ist mir jetzt halt wirklich egal. Wir sind gleich da, wo wir hingehen sollen. Hä? Hier ist nicht das, was ich suche? Na komm, den bekämpfen wir noch. Das muss noch sein.
Was schwimmt dir denn da entgegen, hä? Kein Fisch, nee, es ist ein Trainer. Bla bla bla. Na gut, dich nehmen wir noch mit. Micha, Poser du. Richtiger Poser. Wow. Wow. Tantrag, ach du Scheiße. Okay, das könnte jetzt wehtun. Das ist auch vom Typ Gift. Giftdrache, was machen wir? Wir versuchen M. Komm, wir versuchen M. Warum nicht? Los, M! Hau rein! Tantrag ist wirklich ein sehr, sehr cooles Pokémon. Ah, nein, nicht Toxin. Tantrag gehört wirklich zu den Pokémon, die ich super finde. Nicht so gut, nicht so gut, nicht so gut. Ich meine, es ist eine gute Taktik vom Gegner, zugegeben, aber... Nee. Psychokinese. Ich hoffe, das bringt ein bisschen was. Ja, okay, es war okay, es war okay. Und dann die Matschbombe. Ach, vielleicht sollte ich auch mal einen Tantrag trainieren. Das ist schon cool. So, friss das. So, besiegt. Ich denke, das gibt gute Erfahrungspunkte. Halt, wir machen noch das Gift von M weg. Durch die Pflege und nicht durch ein Item, ja. So viel Zeit muss sein. Beauty, 50. Sehr gut. Niederlage, Niederlage. Mi, 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 mi. So, wo ist mein Stift? Da. Keine Sorge, M. Wir heilen dich gleich. Komm schon. Yes, geht ihm wieder gut. Und zum Dank kriegst du noch eine Beere. Eine lila Beere. Es bedankt sich, ich bedanke mich und gut ist. Dann sollten wir vielleicht auch noch ein kleines bisschen Heilung betreiben. Das Tantrag wird mir ein bisschen sehr stark. Wo sind meine Heilteile? Gib mir das. An Cesaro. Hypertrank. Sebastian und an M. Und Beauty geht's eigentlich noch ziemlich gut. So, Leute. Ich glaube, wir haben den Ort gefunden, den wir gesucht haben. Das sieht nach einer Ruine aus, aber da werden wir erst beim nächsten Mal durchgehen. Denn das war's bereits für heute mit Pokémon Ultramond. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mach's gut oder besser. Tschüss!